Willkommen zurück zu Glorious Gaming, hier ist wieder eure Alex, dieses Mal mit einem Showcase von dem schönsten, wie nennt man das, Kartendesign? Invasions? Also, für mich ist dieses Design, was man jetzt gerade sieht, von der roten C18 das schönste. Ja, zu ihrem Showcase, warum sie, erkläre ich gerne. Ihr wisst auch mittlerweile, Zenkais gehören eigentlich mittlerweile fast so zum Spiel, wie Godkey jeden Monat einen Buff braucht. Und ich dachte mir einfach mal, dann hört man ja immer wieder so, ja, manche wollten SV als Zenkai, manche wollen den roten Zamasu als Zenkai, manche wollen Super Baby als Zenkai. Und ich dachte einfach mal, ich showcase mal meinen Wunsch Zenkai. Weil ich seit Zenkais nur noch 7000 kosten, hab darum gebeten, dass diese rote C18 einbekommt. Ich wollte diese rote C18 sogar Zenkai haben, über 21. Sogar noch vor 21 hätte ich sie gerne Zenkai gehabt. Ja. Es hat auch einige Gründe. Den größten ist in ihren Passives. Und dann schauen wir einfach mal. Hier gehen wir erstmal über ihr Ding. Sie ist, das ist 11 Stars. Ich bin sie gerade auf 14 am Farmen, deswegen verzeiht mir. Ihre Stats sind halt nicht so geil. Also 162k Defense ist okay. Man muss halt einfach sagen, sie ist halt eine Support-Unit einfach. Also halt Verteidigungstyp, aber schrägstrich Support. Da ist 162k eigentlich okay für. Like Brass macht nichts. Ihre Blue ist eine Close Range, hat leider kein Blast Armor. Und erhöht einfach ihren Spezialangriffsschaden 35%. Aber die Blue Card ist cool animiert, muss ich sagen. Die mag ich. Ihre Green Card regeneriert permanent 50%. Wenn ich geiste und wird dann halt immer teurer um 5. Sie hat einfach haargenau dieselbe wie Blue 18, nur dass ihre kein Key gibt. Kannst du einfach sagen. Haargenau dieselbe wie Blue 18 von letzten Montag, nur ihre gibt halt kein Key. Ihre Main Ability, Kosten für Schlag, Fern und Blue Card Down um 10 für 30 Zeiteinheiten. Sie bekommen für 15 Counts Card Draw Speed und Verbündete erhalten Statusveränderung, Verstärkungseffekt, zweimal immun gegen Statuseffekte. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was alles unter Statuseffekte zählt. Ob ich einfach nur immun gegen Debuffs bin oder auch gegen Feint und so. Das kann ich euch nicht sagen, da bin ich komplett raus, leider. Sie Ability ist leider komplett müde, ist einfach alt. Sie bufft Mädels. Deswegen bitte, Red Girls. Ich will nicht mal Red Android. Red Girls reicht vollkommen. Ihre erste Passive, bei Kampfantritt erhält Gegner erhält Attributabzug, er bekommt 30% mehr Schaden für 20 Zeiteinheiten bei Deckungswechsel, sie versiegelt eine Karte für 5 Counts und alle Gegner erhalten 20 Kosten ab für 5 Counts. Wenn bei einem Kampfantritt der Gegner ausgewechselt wird, zerstören wir einen Dragon Boy, also ihr Cover ist eigentlich gar nicht mal übel. Da braucht man eigentlich gar nichts verändern. Weißt du, so Kartkosten down um 20 für 5 Zeiteinheiten ist eigentlich richtig gut. Dass sie eine Karte versiegelt, ist richtig gut. Und ja, wenn sie halt drin ist und die Gegner wechseln, also wenn ich halt sie, wenn zum Beispiel Ult-Ku mich kombot, ich cover mit ihr, er wechselt zu VB, weil er einfach mehr Damage macht, logischerweise. Wir nehmen gleich einen Dragon Ball mit. Und dann die Passive, warum ich ihren Zenkai unbedingt will. Sie ist einfach der krasseste Support in diesem ganzen Game, glaubt mir. Ich würde sie straight up über Vardos stellen, wäre sie einfach nicht so alt. So, bei Rückkehr in den Bereichsstatusmodus treten für Verbündete je nach Kampfstil folgende Effekte auf. Also, wenn wir sie auswechseln, je nach Kampfstil. Kampfstil ist das, was hier oben neben dem Roten steht, zum Beispiel Verteidigungstyp bei ihr. Dann hast du ja Schlagangriffstyp, Gas-Typ, Support-Typ und so weiter. Schlagangriffstypen bekommen Schlagschaden 30% ab für 15 Zeiteinheiten und regenerieren 10% Lebensenergie. Ich habe das mit Schwabe, danke Schwabe, dass du das in dem Friendly mit mir getestet hast, nochmal extra ausprobiert. Sie heilt die Person, zu der sie wechselt, um das, was da steht. Deswegen, wenn ich mit ihr zu einer Strike, wenn ich zum Beispiel mit ihr zu Purple 21 wechseln würde, bekommt Purple 21 jedes Mal 10% Lebensenergie wieder. Das ist einfach krank. 10% hier, einfach so. Weil zum Beispiel Vardos heilt alle um 5%, sie heilt eine Person um 10%. Je nachdem ist das halt richtig krank. Weil da kannst du wirklich dafür sorgen, dass eine Unit gegangen überlebt, die überleben soll. Dasselbe ist für Fernschaden auch 10% hier, nur bekommt die 30% Fernschaden. Support-Typen, wie zum Beispiel Blue 21, Vardos ist, glaube ich, Unterstützungstyp direkt.
bekommen 20% Damage Inflicted allgemein und heilen um 10%. Und Verteidigungstypen bekommen 30% Damage Inflicted und heilen nur um 5%, aber ist ja klar, weil stellt euch vor, ein Verteidigungstyp kommt raus, der irgendwie so 70-80% Cut hat, so wie, sagen wir mal zum Beispiel Goku Black Zamasu. Stellt euch vor, sie heilt Goku Black und Zamasu nur um 10% jedes Mal. Das wäre einfach nur behindert. Deswegen 5% ist da vollkommen in Ordnung. Das ist halt einfach, warum ich sie so liebe. Diese eine Passive sorgt dafür, dass ich einfach ihren Zenkai so dermaßen verlange oder danach sehne. Weil der ist einfach nur krank. Und deswegen habe ich ein Android-Team gebaut, wo ich einfach mal denke, dass das momentan mit den Androids Meta sein könnte, wenn sie rauskommt. Klar, werden durch den Movie noch mehr Androids bekommen, aber Stand jetzt mit den Units, die wir jetzt haben, denke ich, wäre das stärkste Android-Team mit ihrem Zenkai. Man kann sich übrigens drum streiten, ob man nicht eine Gamma nimmt über Green 21, aber ich finde die Gammas irgendwie gar nicht mal so geil. Es ist ein Red-Red-Purple-Setup. Natürlich, mit den Twins ist ja logisch und Purple Zay, also AFC, Zenkai bufft von Purple 21, die HP gibt, Deep 21 gibt 35% Double Offense und 15% Blast Defense für Females. Und der C13 vom Showcase Montag, der gibt Showcase vorher, ich weiß nicht, ob es Montag hochgeladen, tut mir leid. Der gibt Double Offense und halt noch Zenkai Buff für Red Android, also für unsere C18 und die Twins. Deswegen, ich denke mal, das wird halt wirklich so sein. Ich kann mir wirklich vorstellen, dass das ein Main-Setup für Android sein wird, weil angenommen, die machen nicht sowas komplett Behindertes und ihre Zenkai-Ability wird Rot Margin Boo-Saga. Angenommen, sie ihre Zenkai-Ability wird wirklich Red Girls, dann Zenkai bufft sie die Twins halt auch noch. Also hast du die Twins Double Zenkai bufft, LFC Zenkai bufft, C18 Double Zenkai bufft und ihren kranken Support. Die Twins sind übrigens Blast-Typ, falls man das nicht wusste, und Zay ist natürlich ein Strike-Typ, deswegen werden sie beide auch immer so, die Twins bekommen 30% Fernschaden, Zay 30% Schlagschaden und hat eben die 10% hier raus. Und ja. Sie wäre übrigens auch in Z-Tier Boost. Ich habe gelogen. Sie war in Z-Tier Boost. Sie ist jetzt in S-Tier Boost gerutscht. Sie war anscheinend einfach so krass für Z-Tier Boost, dass sie in S-Tier-Boost gerutscht ist. Ich hätte das wirklich letzte Season machen müssen. Sie war gestern noch Z-Tier-Boost. Ich kam einfach nur nicht zum Aufnehmen. Egal. Sie ist halt einfach im S-Tier-Boost. Ja. Wisst ihr, warum der Boost für sie komplett irrelevant ist? Ich zeig's euch gerne. Wir wissen jetzt, Z- und S-Tier-Boost-Units bekommen nochmal extra Damage Inflicted pro Unit mit derselben Saga. So. Gucken mal, was ist denn sie für eine Saga? Oh, Majin Buu Saga. Okay. Ich hätte gerne ein Full Android Team, weil natürlich wegen Pure ist natürlich halt klasse, ne? Natürlich logisch, so Pure Equips sind natürlich immer geil, deswegen schauen wir mal. So, Android, Majin Buu Saga, gucken wir mal, was kann ich denn da für ein Team bauen? Muss ich dazu eigentlich irgendwas sagen? Ist es notwendig, da irgendein Wort zu verlieren? Egal ob S oder Z hier. Muss ich dazu irgendwas sagen? Wenn ich wirklich wollte, dass ihr Boost-System wirklich für sie, also dass sie wirklich nur vom Boost-System lebt, dann müsste ich irgendwie so ein Weird-Shit machen mit SV und SSJ3LF und dann sie im Leader-Slot mit irgendeinem weirden Saiyajin-Bench. Nein. Das würden einfach die Pure-Equips komplett auseinandernehmen und dann wäre sie eigentlich eh schlecht am Ende. Aber ja, das war mein Problem. Egal ob S oder Z, hier jetzt halt nur ein S-Tier-Booster-Showcase, cool. Aber gut, weiß ich das jetzt. Deswegen, weil sie einfach ein Full-Support ist, habe ich sie natürlich auch als Support gebaut oder halt als auf Tank. Sie hat natürlich das hier für Base Blast Defense, Pure Strike Defense pro Android und etwas Strike Attack. Dann hat sie das hier bekommen. 19% Strike Attack, 15% HP und halt mehr Damage gegen Rot, das juckt jetzt nicht, aber 15% HP, um die ging es mir hauptsächlich. Ihr Blast Stat ist ja höher, deswegen hat sie auch noch das hier bekommen. Nochmal Base Strike Defense, fast 12% HP und Pure Blast Attack pro Android.
Ist das einzige Pure Breath Attack für Androids übrigens. Für Verteidigungstypen leider auch noch. Ja. Die Twins sind eigentlich ziemlich Standard. Die haben hier ihr Brett, dann das, was einfach das Beste ist. Und dann das Brett in schlechter. Bei Zell muss ich auch nicht mehr viel sagen. Er hat auch einfach das hier. Natürlich sein eigenes Brett. Und dann natürlich das mit Double Defense und Pure Strike. Und dann schauen wir mal, wie Red C18 heutzutage supporten kann. Und ich erwarne euch gleich vor, die Twins und Zell werden carryen, weil ich möchte hauptsächlich ihren Support und ihr Tanken zeigen. Unser erster Gegner ist Fusion Warrior mit wahrscheinlich wird der Blue Blue spielen. Ja. Eigentlich wäre es dumm, mit ihr zu starten. Maximal dumm. Aber ich werde es tun. Weil ich will die Swap-Buffs haben. Ist einfach so, wie man Vardos spielt. Man will natürlich die Swap-Buffs haben und so weiter und fort und ja. Wie wenn ich eine Karte fresse, ich kann einfach direkt zur Hälfte. Es wundert mich, dass er nicht GB spielt. Ich hätte hier GB eher gesehen, statt den roten Super-Vegeto. Aber der hat sich wahrscheinlich gedacht, okay, der Gegner spielt mal keine blaue Unit. Ich kann einmal in meinem Leben mal wieder Super-Gogeta-Spaß haben oder so. Wir machen übrigens mit, wenn ich zwei Fire Brass Armor hat. Let's go! Hätte ich hier gedroppt. Ich glaube, der Gogeta wäre direkt gestorben. Ich frage mich halt immer, warum man das darf. Und ich weiß auch nicht, was du da gerade machst, aber whatever. Nein. Warum, Nebu? Ist es eine Breast? Oh, yes. Ich liebe die Rush-Pose, die kannte ich doch gar nicht, WTF. Durchgehen, 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 durchgehen. Let's fucking go, Alter. Red C18 einfach die Vorarm killen hier. Aber da sieht man ihre Blue Card, ich liebe die. Nein, bitte nicht Yuzi, bitte nicht Yuzi, bitte nicht Yuzi. Oh, danke Gott, ey. Wenn ich jetzt safe verliere, kann ich mitgeben. Ich wollte nur nicht, dass Yuzi sie auf einmal rockt. Das hätte einfach gekillt. Danke, dass du das machst. Kann das fainten? Ah ne, seine Blue Card faintet. Wir sind sicher, Leute. Ja, ja, Free Damage und so. Soll ich mal ganz sagen, hier, wo ist denn dein Damage geblieben, ha? Warum? Warum? Also jetzt mal ehrlich. Warum sollte irgendwer das ansatzweise riskieren, da Yuzi hier reinzuschmeißen? Whatever. Dann sehen wir uns im nächsten Game. Unser nächster Gegner ist USS. Ich glaube, ich starte hier mit LFC, weil ich denke mal, der wird nicht MVP 17 spielen. Und ja, ihr habt schon gesehen, so sehr wie wir die Fusion Warrior eigentlich zerrissen haben. Ich kann mir wirklich vorstellen, wenn sie Zenkai 7 ist, dass das wirklich ein gutes Setup für Android sein wird. Definitiv. Oh ja, du machst das, was halt jeder Mui macht. Du bist wirklich gut, Junge. Mhm. Okay, dann zeig einfach mal ihr Tanken. Okay, gut, ich muss zu denen gehen. Einfach weil sie nicht gefaintet werden können. Es tut mir leid. Ich wollte es nicht riskieren, dass sie auf einmal gefaintet wird und dann. Ich hasse ihn einfach nur. One-Shot, 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 One-Shot. Ach, Dreck, Mann. Twins sind einfach Müll oder so. Ja,
Das nix. Sag mal, ist Red C18 so fucking krass, oder was? Die wäre sexy Windpose. Sieht so, ach, Alter, sie ist einfach Model, Alter. Einfach Model. Also, es ist wie bei C13, gell? Ich werde kein einziges Game rauscutten. Ihr seht alles. Wenn ich hier so 10 Count Games habe, dann habe ich hier 10 Count Games. Gell? Damit müsst ihr jetzt geben. Aber ist Red C18 so dermaßen krass, dass jeder forfeitet oder was? Der Vorteil ist ja wahrscheinlich wegen FC und den Twins, aber ich schieb's jetzt auf C18. Damit ins nächste Game. Unser nächster Gegner ist USS again. Ja, schauen wir mal, was C18 so kann, ne? Ich glaube, die starten halt fast immer mit Vegeta. I don't know. Ich habe gerade random ein Follow bekommen auf Twitch, obwohl ich halt nicht mal streame, aber whatever. Okay, danke, dass wir meinen Gleich-Cup andürfen. Ja, Mui-Spieler, die sind einfach so krass. Die sind so gut in diesem Game, die müssen halt nicht mal spielen. Ich versiege ihnen hier eine Karte. Und seine Karten sind um 20 down. Wir haben den Dragon Ball zerstört und zerstören jetzt noch einen. Das ist ja dieses Kranke, wenn der Gegner wechselt und du coverst dann zu Zay, du zerstörst einfach zwei Dragon Balls. Ihr seid immun gegen den Feind. Wir holen hier C18 rein. Warum? Da merkt man übrigens die 30% Schlagschaden, die C18 Cell gerade gegeben hat übrigens. Muss ich einfach mal sagen. Und man merkt auch dieses Konstante hier, weil schaut, wie wir Prio haben. Nämlich gar nicht, so richtig. Und unsere Units sind eigentlich immer... wie soll ich sagen? Unsere Units sind eigentlich immer noch ganz gut am Leben. Muss halt einfach nicht sein, dass er halt einfach Blasthammer hat. Ich muss sie wegrushen lassen, so würde ich es einfach wahrscheinlich dann auch machen. Es ist Blue, komm, du hast ewig keine Blue benutzt. Ich sehe sie nicht, das ist ein gutes Zeichen. F. Aber ja, und so, Units sind eigentlich ziemlich... Was haben wir da? Jojo. Du bist nur ein bisschen angestrengt gerade, Junge. Natürlich. Er weiß es einfach. I mean, it's the same, okay? Ich traue ihm zu, dass die Blue Card einfach Mui one-shotten würde, just saying. Und jetzt gibst du mir einfach den Vanish. Und jetzt killst du ihn und du hast nicht noch eine Blue. Übrigens wäre fair, wenn meiner durchgeht. Bei der anderen ging's auch. Natürlich.
Ich sage euch übrigens keine Spoiler, wenn er mich irgendwie helfen können sollte. Er kriegt ihn nicht, weil sein Wasch durchging. Und meiner nicht. Da gönne ich ehrlich gesagt gar nichts. Aber sehen wir uns im nächsten Game. Unser nächster Gegner, wo hoffentlich beide Rushs, wenn schon durchgehen, ist Fusion Warriors mit Mui. Ich traue ihm ehrlich gesagt zu, dass er mit dem VB startet tatsächlich. Aber andererseits, ich will die Swaps haben. Man merkt halt einfach, ihr Support war wirklich da. Solange sie gelebt hat, waren meine Units eigentlich immer ziemlich full life. Also den hier, den merkt man auf jeden Fall. Midrange Strike, weil du Blastarmer hast. Let's go! Funktioniert nicht. Warte mal, sie tankt wie Bier eigentlich gar nicht mal übel. Ist jetzt wirklich. Das ist sehr gutes Tanken. Wow. Also, ich hätte sie eigentlich schon lange rausholen müssen, aber. Nehmt da einen Dragon Ball mit. Wechselst du, wenn es die sind? Man merkt den Supporter, glaube ich, etwas. Wir gehen hier zu... Ja? Ich habe die Strike-Warnfeger. Ich hab sie umgebracht. Das war komplett my bad. Der PV war notwendig, würde ich sagen. Ich glaube, Zay tankt die ganze Combo von ihm. Keine Sorge. Ich finde es übrigens fair, dass mein Dragon Ball übrigens wieder auf einer Blue ist. Kann der bitte durchgehen? Danke für gar nichts. Ich werde langsam schon ein bisschen sauer, muss ich zugeben. Es ist jetzt zwar sehr riskant, weil der wird noch einen Rush haben. Und der hat halt Blast Armor Strike und keine Ahnung was. Er konnte wohl nicht reagieren. Aber dann sehen wir uns im nächsten Game. Ich weiß übrigens nicht, warum Samsung Flow gerade so spät. Das ist, wenn nur in dem Video jetzt ein bisschen so, weil ich muss danach mein PC neu starten. Unser nächstes Game ist USS mit USG. Also,
Ich hoffe es mal, dass Serzen nicht nochmal instant stirbt. Das im letzten Game ist. Also beim einen Game habe ich sie ja natürlich geopfert, weil, wie gesagt, es wäre für mich das stärkste Edward-Team und ich würde es da wahrscheinlich auch machen, dass ich sie sacrificen würde. Aber beim letzten, das war einfach nur ein Versehen, weil der hat einfach Combo droppt und das hat mich einfach erwischt. Mit welchem Strength wie Agis gegen Burst Armor? Ach du Scheiße. Ja, was wollt ihr von mir? War es so notwendig, dass du, die Green Kills, kannst du mir das sagen? Sag mir, dass Gotku noch nicht will. Er hat alle Cooldowns, wie er so braucht, ich merke schon. Okay, der Brook hat nämlich, der war sexy as fuck, den muss man mir einfach lassen. Ich hätte einfach zweiten sollen. Ich nehme einfach einen Dragon Ball mit, fuck it. Ich glaube, Cell kann genug von seinem Bullshit tanken. Und das killt C18 ihm Leben. Dafür sind die Twins geil ein bisschen zu gut, mein Freund. Hehe. Darf der was diesmal durchgehen? Wäre übrigens nett. Dankeschön. Weil die Unit macht mir meistens Sorgen wegen Login. Immerhin schon mal keinen nervigen Login. Oh, du arme Sau, tust mir übrigens gar nicht leid. Oh, ich habe gar keine Main mehr. Ich glaube auch nicht. Tut mir übrigens auch nicht leid. Ja, ich würde sagen, dann wartet kurz. Ich muss schauen, wie viel Games ich gemacht habe. Unser letzter Gegner ist Fusion Warriors mit Mui. Ja, ich habe durchgezählt. Sie hat eigentlich dieselbe Anzahl Games wie C13 gehabt, aber ich dachte, weil zwei davon irgendwie nach 20 Counts spätestens Forfeit waren, mache ich noch ein zusätzliches. Und danach starte ich dann den PC neu. Kleine Erklärung. Die kleinen Frame Drops, die ihr habt, oder Soundgags, oder wie das ist hier, ich weiß nicht, wie man das nennt, die sind irgendwie einfach bei Samsung Flow, keine Ahnung warum. Also, sie haben Samsung Flow und OBS, aber im Gameplay passiert nichts. Also, das beeinträchtigt weder mein noch das Gameplay vom Gegner. Ich
Ja, ist doch mal okay. Ich hätte so gelacht, wäre er da gestorben, ne? Also, wir sagen, es ist ein okay First Combo, oder? Was meint ihr? Komm, flieg durch. Einfach Solo, Alter. Luke hat ohne Blaster, Armor, let's go! Ich verstehe ehrlich gesagt nicht, warum er das jetzt gemacht hat, weil ich war immer noch locked. Aber wir nehmen einfach jedem den Wasch mit. Ist übrigens mir jeder Damage scheißegal, den Unsale macht, weil sobald ich Gage und Main habe. Ich wasche hier auch einfach. Weil. Warum, deswegen ist das Team auch für mich eins der besten dann. Geh durch. Dankeschön. Einfach aus dem Grund, die Twins heilen sich so viel, Zay heilt sich so viel und C18 toppt das halt nochmal mit den 10%, die die beiden jeweils kriegen. Deswegen, ich habe Zay die Ult und alles einfach tanken lassen. Ich weiß, wenn ich sein Gorge mache, wenn ich die Main mache, ein C18-Swap, der ist eh full life. Das ist halt einfach das. Die Unit ist so dumm, ne? Es ist einfach halt wirklich so, tut mir leid. Hallo? Yep. Dann hoffe ich mal, das Showcase hat euch gefallen. Also ich würde sagen, man hat wirklich sehr, sehr gut gesehen, was für ein Hammer-Support die C18 ist. Man hat vielleicht die Damage-Buffs ein bisschen weniger gesehen, aber den hier, den merkt man einfach. 10% jedes Mal. Gebt ihr einfach einen Zenkai. Der Zenkai kann von mir aus auch Shit werden, wie Rose, wie Vegeta, keine Ahnung. Aber gebt ihr einfach besseres Set. Wenn sie so lassen, wie sie ist. Irgendwie Defense-Stats, weil sie eine Defense-Unit ist, irgendwie zu 185 bis 190k, so dem Bereich. Dann vielleicht noch irgendwo, weil sie halt eine Defense-Unit ist, so 20% Cut bei Cover. Das reicht schon. Vollkommen. Dann wäre ich schon überglücklich und C18 wäre perfekt spielbar. Aber ja, liken und abonnieren nicht vergessen. Wir sehen uns zum nächsten Mal. Tut mir leid nochmal wegen ein paar Frame-Drops. Das wird beim nächsten Video schon wieder weg sein. Ich denke, PC neu starten reicht einfach. Sie war besser als C13.